Ich starte jetzt da einfach mal aus dem Nichts, im wahrsten Sinne des Wortes, machen wir jetzt mal ein freies Gespräch, dass ich immer wieder darauf hinweise, es geht nicht um Vielwisserei. Wir haben zwei elementare Sachen. Ich erkläre was, wenn ich sage, in einem ganz einfachen Deutsch. Wie ist das zu verstehen, wenn ich was in einem einfachen Deutsch erkläre? Das sind solche Sätze, du kannst machen, was du willst, du bist nicht in der Lage, an dich zu denken, ohne dich zu einer Information von dir selbst zu machen. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass ich irgendwann einmal akzeptieren muss, als Geist, rot geschrieben, nicht denkbar, dass alles, was ich denke, entsteht in dem Moment, wo ich es denke, Information. Das wiederholt sich gebetsmühlenhaft, weil du feststellen wirst in deinem jetzigen, mit deinem jetzigen Intellekt, dass du das ständig vergisst. Was du denkst, entsteht, wenn du es denkst, hier und jetzt in deinem Kopf, und es ist genauso, wie du es denkst, eine Information. Das heißt, solange du glaubst, du hast mit den Dingen, die du dir ausdenkst, nichts zu tun, bist du ein vollkommen geistloser Narr. Das bist du aber nicht, weil du mich jetzt sprechen hörst. Und ich sage immer wieder, ich spreche nur zu dem Geist, der sich jetzt dieses Video anschaut. Es muss hundertprozentig installiert sein. Und du bist etwas Nicht-Existierendes. Das habe ich gerade gesagt, weil wenn du an dich denkst, entsteht eine Existenz, die nur so lange existiert, existere aus dir heraustritt, aber eigentlich sie tritt aus dem absoluten Mittelpunkt, dem Nicht-Denkbaren, das wir jetzt Gott nennen, das Innerste, tritt es in dein Inneres. Du hast dann hier zwei Seiten. Du hast den absoluten Mittelpunkt, der nicht denkbar ist. Da entsteht jetzt eine Information, Information. Und jetzt kann ich wieder sagen, in heißt innen eine Form in dir, was aber eine Verneinung ist, je nachdem, ob eine intellektuelle Existenz oder das göttliche Sein. Das göttliche Sein ist das und das ist dann eine intellektuelle Existenz. Die befindet sich innerhalb. Die Quintessenz ist nichts, ist Gott. Und jetzt hast du ein Innerhalb und jetzt kannst du dir was ausdenken und du wirst jetzt merken, dass du dir durchaus aus dieser Information ein Bild machen kannst, das Innerhalb ist, aber da du dir das in der Regel immer vorstellst, ausdenkst, entsteht es außerhalb. Es ist aber trotzdem in dir drin. Das schreibt dir sogar der Materialismus vor. Aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein, das habe ich tausende Male wiederholt. Wir werden jetzt mal ein bisschen komplexer, wir gehen mal ein bisschen mehr in einzelne Worte rein, die wir uns einfach anschauen. Diese Verknüpfungen, wo ich gerade schon gesagt habe, das sind kleine Einzelteile, da muss man die Vordersprache bestehen. Ich spreche jetzt nur Sachen an, dann kannst du prinzipiell ein bisschen weiterdenken. Und zwar übertrage ich da jetzt einmal den Bildschirm. Machen wir das ohne Audio, und Ton brauchen wir eigentlich nicht. Und da hole ich jetzt einmal ganz kurz zwei Sachen her. Das muss ich jetzt ganz kurz aufmachen. Und zwar, kleinen Moment. Dann machen wir jetzt einfach nochmal den auf. Den mal weg. Wir öffnen jetzt mal die Holo-Arithmetik. Also machen so ein kleines Spiel. Da kommen wir mal auf die Seite 191, weil das ist eine ganz, ganz schöne. Das sind übrigens, alles läuft immer synchron. Wir schauen uns mal, wo uns das jetzt hinführt. Ja, gern. Und dann mache ich hier zusätzlich noch hier in. Machen wir das einmal auf. Das ist da unsere letzte Schrift. Da fahren wir auch einmal ganz runter. Das baut auf der Holo-Arithmetik eins auf. Das ist hier jetzt dieses Umklappen. Das habe ich auch in vorhergehenden Selbstgesprächen, wo man sich jetzt das auch mit der Ecke, wenn ich reinschaue, da will ich nochmal genauer, Primzahlen kodierte Worte, die virtuelle Realität 666. Und da muss man jetzt das einmal hier das Prinzip begreifen. Das ist ja hier mehr oder weniger die Darstellung von 21 mal 21 mal 21. Das ist dieser Bibelvers, wo wir da drauf eingehen. 5,37. Okay, ich mache jetzt einmal Fetzen von vorhergehenden Selbstgesprächen. Dann haben wir hier einfach einmal stehen lassen und dann werden wir mal versuchen, wie eigenartig sich das Ganze verknüpft.
Soweit man das in Worten überhaupt ausdrücken kann. Das ist, du musst wirklich Chatting unendlich komplex denken. Das ist immer mein simples Beispiel, wie ich sage, kannst du lesen und schreiben in Deutsch, dann sagst du ja. Weißt du, was da für ein Wissen im Hintergrund steht bei dem ja? Oh ja. Das ist nur das Wissen in Bezug auf Deutsch. Jetzt mache ich ganz kurz noch, dann fahre ich da mal ganz kurz her. Das ist Malus zum Beispiel. Das ist, jedes Wort für sich ist ein Kleinod. Meine 400 Seiten sind so maßlos untertrieben. Ah, nee, das haben wir gemacht. Ein geordnetes Haushalten, dann machen wir den nochmal noch auf. Das habe ich auch kurz in einem Selbstgespräch, glaube ich, angesprochen, wenn nicht, weil ich so viele Gespräche mache, wo nicht aufgezeichnet werden. Das ist jetzt zum Beispiel die Zahl 888. Wir wissen, das ist der Jesus. Ja. Und wie ein Sachen müssen wir denn immer rot uns denken und blau denken. Das ist jetzt ein ausgedachter Jesus als eine historische Figur, eine biblische Figur und als ein Symbol der Christus. Jesus, okay? Ja. Und wenn man das jetzt darstellt, habe ich gesagt, da gehe ich nicht genauer drauf ein. Was jetzt wichtig ist, ist die Primfaktorisierung. Das ist 2 hoch 3 mal 3 mal 37 mal 73. Da wissen wir, das sind diese Spiegelung. Sind die 2700. Genesis 1 Gesamtwert und die 137. Da steckt die Euler-Konstante, die Feinstrukturkonstante mit drin. Ja. Jetzt ist Physik, wir brauchen Physik. Physik und die Dora laufen vollkommen synchron. Alle physikalischen Formen sind da drin. Lass es einfach stehen. Du bist wirklich in einer Matrix und Holo Feeling erklärt dir den Matrix-Code. Aber so unendlich kompliziert es jetzt erscheint, das ist wie wenn ich einen Siebenjährigen ganz grob im Verstand, für den Intellekt eines Siebenjährigen versuche zu erklären, wie ein Hochleistungscomputer funktioniert. Ich muss mich ja reduzieren. Wenn ich im Basic-Betriebssystem was erklären will, sage ich immer wieder, dann muss ich im Basic reden. Es ist nicht möglich, Windows-Strukturen Basic zu erklären. Klar. Ich kann ja nur Basic-Sprache machen. Was jetzt hier noch interessant ist, was ich darauf hingewiesen habe, Primfaktorenzerlegung ist diese Kleinigkeit, wenn wir hier runterfahren. Warte mal einen kleinen Moment. Ist immer 48, das ist alles zu kompliziert. Ich will es sehr einfach halten. Ich habe gesagt, wir machen jetzt mal Folgendes, dass wir hier ganz einfach mal dasselbe Spiel machen mit der 86. Dann sieht das Ding so aus. Jetzt sieht es in einem gewissen Maß schon wie ein Einheitskreis aus. Das ist jetzt 2 mal 43, da habe ich darauf hingewiesen, dass man jetzt hier, wenn man da das spiegeln nach rechts, dann heißt das 4, 3, 4. Und wenn man nach links spiegeln, ist es 3, 4, 3. Das ist ja unser schöne Hüben 3 und Drüben 3. Und in der Mitte die rote 4 als Abschlussspiegel. Ja. Diese 86 hat jetzt in Faktoren zerlegt, die Summe der Primfaktoren ist 45, das ist der Adam. Genau. Okay, das lassen wir jetzt einmal stehen, was mir jetzt wichtig ist. Wenn wir das jetzt anschauen, wo ich das erklärt habe, dass wir das jetzt in 21 mal 21 mal 21 Teile machen, dann gibt es jetzt diese Einheit und da kann man jetzt ein Tetraeder draus bilden, indem wir diese blauen Ecken, wenn wir das jetzt aus Papier aufschneiden, können wir die blauen Ecken ja nach hinten klappen und dann haben wir hier eine Ecke vor uns, wo praktisch die Bodenplatte dieses rote Ding ist. Da sieht man es schöner. Okay? Jetzt sieht er ja in dieser Ecke symbolisch, sind da nochmal drei drin und wenn ich die jetzt auch nach hinten klappe, da befindet sich da ein kleiner Tetraeder, wo die Spitze nach vorne schaut. Ich glaube, es ist immer nach hinten, nach innen. Aber wir haben ja keine Tiefe. Der Witz ist, wenn ich jetzt das Papier vor mich hinlege, so wie es ist als Papier, und ich klappe jetzt die blauen Ecken nach hinten in den Raum rein, okay, der ja nicht existiert, wenn du auf der Brille drauf hast. Ja. Und wir würden jetzt den Boden offen lassen, dann schauen wir in der Ecke rein. Okay, und die kleinen Einheiten, wenn wir die auch nach hinten klappen, ich nehme in das Imaginäre, diese dritte Dimension ist diese dritte Dimension, dann habe ich hier flächig gesehen die Spitze vorne. Ja. Ja. Dann ist jetzt, wenn du das vorstellst, wenn die hier zu dem Punkt und die anderen werden auch zu einem Punkt, der angeblich entfernt ist, aber
die öffnet sich, wenn wir jetzt das Maß, kein Maß dazugeben und du schaust in der Ecke. Ich sage immer wieder, stell dir mal vor, du schaust jetzt wirklich in eine Ecke rein, in einen Raum, in eine normale Raumecke von einem Würfel. Dann hast du ja die zwei Wände und die Decke. Mhm. Jetzt, wenn du dir vorstellst, du machst diese drei Flächen unendlich groß, dann zirkelt dir ein Raum ab dazwischen, der letztendlich hier sich in eine Unendlichkeit öffnet. Ja. Okay? Und jetzt wisst ihr, wenn wir in eine Ecke reinschauen, dass jeder Punkt, egal wo du dich innerhalb dieser drei Flächen befindest, in dem Raum, der von diesen drei Flächen abgezirkelt wird, wenn du in diese Ecke reinschaust, befindet sich das reinschaut immer genau in der Ecke, die du dir ausdenkst. Ja. Aber genau genommen befindet sich diese Ecke, ist dieser rote Punkt hier. Mhm. Klingt komplizierter, wie es ist. Glaub mir, das ist eine Heureka, das ist wie wenn du es verstanden hast. Aber das habe ich jetzt nur noch mal erwähnt, um was es hier geht. Aber jetzt pass auf, was jetzt wichtig ist, das sind ja jetzt 666, das ist die Zahlenstruktur, gehe ich nicht noch mal ein, dass das hier mehr oder weniger eine flächige Darstellung ist von 21 mal 21 mal 21. Mhm. Weil das besteht nämlich aus 21 mal 21 mal 21 kleinen Bündchen hier. Mhm. Diese kleinen Dreiecke, die sich hier aufbauen. Okay? Mhm, ja. Jetzt kommt die Holo-Arithmetik. Und da kommen jetzt die 666. Gott schaut auf die Erde. Das ist übrigens 91 auf Seite 919. Ich weise darauf hin, dass meine ganzen Schriften, alle Schriften, auch die Bibel, die Tora, egal was du sagst, jeder Vers, jeder Ort eines Buchstabens, die Zahlenwert von Anfang an gemessen eines Wortes, welches, das wievielte Wort von Anfang an gemessen ist es? Der wievielte Buchstabe von Anfang an gemessen ist es? Auf welcher Seite steht es? Welches Kapitel ist es? Welcher Vers steht es? Ist eine absolut arithmetische, 100% präzise Struktur. Mhm. Ja. Das ist Vers Genesis 3, 1 bis 13. Besteht aus genau 666 Zeilen. Darin wird beschrieben, wie die Schlange versuchte, Eva die Augen zu öffnen. Das ist jetzt 9, steht ja für unseren. Wir haben jetzt den Summenspiegel und dann haben wir noch einen plus 1, minus 1 Spiegel. Mhm. Jetzt kommen wir zur Quintessenz von Holofeeling. Um meine heiligen Worte zu verstehen, musst du Geistesfunken zuerst einmal dein Ego-Ich vergessen. Mhm. Und das geistige Ich, das heißt dich selbst verstehen lernen. Das haben wir am Anfang gesagt, du bist die Quelle für alles, was du dir ausdenkst. Genau genommen bist du das Licht, die Lampe im Projektor und dein Intellekt ist letztendlich der Jozer, der Former, der aus dem Licht dann die Visionen, die Öffnung deines Intellekts erzeugt, diese Visionen mehr oder weniger die Bilder öffnet. Ja. Du selbst, das heißt du Geist, bist etwas völlig anderes als die Person, die du Geist in dem Moment zu sein glaubst, natürlich nur in dem Moment ein Fehler, wenn du dich ausdenkst. Genau. Aber alles, was du ausdenkst, ist doch in dir drin, das sind deine Informationen. Genau. Darum sind es diese 2 M, das Kreisen, das hebräische Wort Fehler, Mom. Ja. ND, die existierende Erscheinung in Hebräisch, wenn wir jetzt eingehen, das machen wir jetzt gar nicht, kannst einfach glauben, das heißt das Gag-Ebene. Mhm. Da steht schon Gag drin. Ja. Ja. 3-3 hast Dach, das ist das Ausgedachte und das passiert immer in einer Ebene, weil es keine Tiefe gibt. Du hast da Verabrede auf. Super. Genau. Du Geist kannst die Augenbecken hebraisiert deiner momentanen Persona schließen und sie ist nur eine Marionette an den Fäden, an denen du Geist selbst siehst. Mhm. Steht nur an deren Fäden. DR heißt generiere Existenz. Genau. Ich könnte jetzt jedes Wort wieder rückübersetzen. Deine Persona wird immer genau das machen, was du Geist sie tun lässt. Dasselbe passiert mit deinen Händen. Wenn du jetzt an deine Hände denkst, musst du zuerst, die waren jetzt übrigens die ganze Zeit nicht da. Richtig. Wenn du aufmerksam zugehört hast, haben deine Hände nicht existiert. Jetzt spreche ich deine Hände an, jetzt denkst du die, jetzt kannst du die vors Gesicht halten, auf und zu machen. Und du weißt, ich sage immer, hast du das Bedürfnis, den Händen zu erklären, dass du derjenige bist, der sie jetzt erschaffen hat und der sie auf und zu macht. Das ist hundertprozentig sicher. Zu glauben, dass die Hände auch dann da sind, wenn du nicht an sie denkst, das ist das Problem. Ja. Jetzt visualisieren
dein Individualbewusstsein einen rotbäckigen Apfel. Bäckigen, nicht. Ja. Das ist jetzt ganz, das heißt innen in Ecken. Ja, genau. Bak heißt Indiafebräisch. Das abstrakte Wort Apfel, und jetzt will ich da nicht genauer, man muss das immer wieder durchdenken, dann kommen wir dann zu dem Malus. Mhm. Aber worum es mir jetzt wichtig ist, weil das jedes Wort für sich ist ein Kleinod. Es ist zuerst einmal eine Zahnerscheinung. Ich erzähle dir was. Und was ich dir jetzt zeigen will, kleinen Moment. Das sind übrigens dann die Übersetzungsfehler, was das jetzt auch eine schöne Sache. Lies Malum. Das heißt, von Gott ist eine aufgespannte Gestaltwerdung oder das gegenüberliegend beschnitten ist die aufgespannte Gestaltwerdung. Ja. Du brauchst Deutsch Ivri. Das lateinische Wort Malus bedeutet zuerst einmal Apfelbaum und aufrecht stehender Eckbalken. Oh. Ganz interessant, ne? Mhm. Ja. Das Eck im Nichts. Ja. Das Eck im Nichts, das Eck in Gott und das Fundament. Ja. Das Überlegen und die Lügen verbreiten. Aber auch sittlich böse, das ist übrigens Malus im Griechischen, ist Kaka. Mhm. Ah, ja. Warte mal. Da habe ich den noch, schau, den Apfelbaum. Da ist jetzt den Mast, den Ständer. Das ist ganz interessant. Jeder senkrecht ist transversal, stehend in Gott ist das Fundament. Senkrecht stehend in Gott. Schön. Ist longitudinal die Wellen. Oben. Schön. Ist dabei? Passt. Es wird aus dem Stand erweckt. Ja. AND, auf- und abschwingend erweckt. Genau. Hebräisch. Mhm. Ein Eckständer. Und zwar die langen Eckständer der Türme. Tür heißt Reichen, Spiegelwahrnehmungen. Mhm. Das Ganze passiert im Zirr. Das Meer, Zirr ist der Dreh- und Angelpunkt. Genau. Kuss führt dich dann hier zum Stuhl, auf dem man sitzt. Hebräisch, hebraisiert. Mhm. Gut? Ja, sehr gut. Wenn wir da jetzt ganz oben das Üble machen, führe ich das dann zuerst einmal hier gering, schlecht, ist entsprechend dem griechischen Kakos. Mhm. Wenn wir jetzt in den Kakos reingehen, das nennen wir auch Exkremente. Ja. Das herausgetreten ist. Von Zuständen lebendiger Wegen, lebloser Dinge, schlecht in seiner Art, untauglich nicht, wie es die eigentliche Natur oder Bestimmung sein könnte. Mhm. Du bist kein Trockennasenaffen. Nach deiner tiefsten eigenen Natur, deinem Inneren, bist du Gotteskind, ein Geist. Und Kaka ist ja das Exkrement. Das sind jetzt die verschämten Bettler, der sein Gewerbe schlecht, ein Landstreicher. Du wirst jetzt merken, das sind jetzt eigentlich, geht es da von mutlos, untauglich zum Kriege, verzagt, Schuldigkeit im Kriege, von schlechter Herkunft, Geburt niedrig. Das magst du, wenn du dich zu einem Affen machst, als Geist, als Gotteskind, als Gott. Dann ärmliche Kleider. Mhm. Vom geringen Stand, aus niederem Stand, das magst du selber. Du entheiligst dich, indem du dich zu einem Gedanken von dir selbst machst. Okay? Ja. So, aber wir gehen jetzt, schau, ich meine, das ist Sprache ist das eine, heilige Verse sind das andere. Was mir jetzt hier wichtig ist, dass dieses ist eine 21x21x21er Struktur. Diese kleine Schrift baut auf der Holoarithmetik. Ja. Diese Holoarithmetik, ui, jetzt haben wir es verkehrt gemacht, muss ich da nochmal einschreiben. Haben wir gleich wieder. So, da wollte ich drauf drücken. Diese Holoarithmetik, wir fahren dann gleich nochmal runter, kommt jetzt dann die Darstellung, kommt dieser eigene Würfel. Und das ist jetzt interessant. Das ist ein Würfel, der ist 11x11x11. Mhm. Das Ding ist eine flächige Darstellung von 21x21x21. Mhm. Und was jetzt hier entscheidend ist, pass auf, dass wenn wir 11x11x11 haben, das ist übrigens ganz die Ausgangsbasis, ist es 1331. Das ist das 112. Palindrom. Ah, das ja. ist die göttliche Trinität, die dir den Eckstein zeigt. Ja, ja.
13 ist die Liebe, die Einheit und die Heilung. 31 ist Gott, ist nichts. Das ist der Mittelpunkt. Das heißt, die Liebe des Mittelpunktes. Das ist dieser 1331. Stein. Ja. Wenn wir jetzt da 11 mal 11 mal 11 machen und wir machen das so, dann haben wir hier eine Seitenlänge. Müssen wir hier Seitenlänge machen? Siehst du das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 und 5. Dann haben wir dann natürlich hier plus 5. Mhm. Okay. Mhm. Drum wird es zerspringt das Ding dann. Mir ist wichtig, dass ich fahre mal bloß runter. Was hat jetzt das mit die 21, 21 zu tun? Da sieht man es jetzt schöner. Schön. Ja, ja. Ja, genau. So, jetzt pass auf. Den Würfel kann ich jetzt vielfältig aufbauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist der Urwürfel. Das, was ich jetzt hier darstelle, ist ein 21 mal 21 mal 21 Würfel. Es ändert sich an dem Prinzip nichts. Du musst jetzt bloß denken, wenn wir den 21 auf 21 auf 21 machen, haben wir hier statt 5 10 stehen. Ja. Mhm. Und hier haben wir 10 stehen. Genau. Mhm. Und hier haben wir einen. Mhm. Genau. Wenn wir 31 auf 31 auf 31 machen, haben wir hier 15 und hier 15 und hier einen. Ja. Mhm. Ja. Verstehst du das Prinzip? Ja, ja, ja. Wenn wir darauf eingehen, wir bleiben hier immer in der Ecke. Und das ist ja jetzt unser Spiel. Es verändert sich das in einer ganz arithmetischen Form, wobei die Ecke hier, die gegenüberliegende Ecke, das wäre jetzt, du schaust eigentlich von hier, egal ob du in die Ecke schaust oder in die Ecke schaust, immer aus der Mitte heraus, wenn du in der Ecke schaust. Und die gegenüberliegenden Seiten musst du dir unendlich groß denken. Ich habe dir gerade gesagt, wenn wir die blauen nach hinten klappen, sind die Flächen werden immer größer, wenn wir die nicht begrenzen, bis ins Unendliche. Ja. Das ist ja die Tiefe. Das wird unendlich groß und das wird immer unendlich dieser mittlere Punkt. Wenn du hier in der Ecke reinschaust, egal wo wir den Punkt setzen, der befindet sich immer in dieser Ecke, wo du reinschaust. Aber die Ecke, in die du reinschaust, befindet sich in dir. Ja. 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 Könnt ihr ungefähr folgen? Ja. Ja. Jetzt denken wir aber diskret. Das heißt, wir denken in ganzzahligen. Und das ist jetzt die Eigenart, dass wir jetzt in die Welt erzählen müssen. Und ich sage jetzt so viele Sachen, wo ich weiß, dass du hundertprozentig nicht mitkommst, ich erzähle es trotzdem. Wir schauen uns jetzt das einfach mal die Zahl an. Okay? Die Zahl sind abstrakte mathematische Objekte. Das Wort Mathematik kann man gleich einmal in die Tonne klopfen. Das ist einfach nur das gelernte Wissen. Alles, was da drin steht, stimmt und stimmt nicht. Wir haben die zwei Seiten. Es stimmt in Bezug auf das, was die Worte wirklich aussagen und bedeuten, wenn man die mit Holofeeling, mit der deutsch-deutschen Vordersprache entschlüsselt. Es stimmt nicht, was du für Vorstellungen erzeugst, wenn du die Worte liest, weil du bei Mathematik denkst, du an Rechnen und das hast einfach nur das gelände Wissen eines Schwätzers, der geistlos nachäfft. Objekte benötigen immer ein Subjekt. Ja. Wobei in dem Moment, wo du dir ein Subjekt denkst, dieses Subjekt ein Objekt ist. Ja. Da muss aber einer da sein, der sich Subjekt und Objekt, These und Antithese ausdeckt. Also ist der jenseits von Subjekt und Objekt die Synthese von beiden. Und schau hin, wenn ich immer wieder sage, und das führe ich jetzt zu Hegel, zur Triadenlehre, da bin ich auch drauf eingegangen, beziehungsweise Objekte des Denkens. Das ist schon mal ganz interessant. Dann ist der Denker das Subjekt. Mhm. Aber sobald wir uns den Denker ausdenken, ist dieser Denker auch ein Objekt für ein höherwertiges System, nämlich für den Geist, der sich an Denker ausdenkt. Genau. Mhm. Genau. Aber der Geist, den wir uns ausdenken, ist ein blauer Geist. Mhm. Ein ausgedachter Geist. Mhm. Die sich historisch aus Vorstellungen, aus historischen Vorstellungen in der Vergangenheit war nichts. Ja. Von Größe und Anzahl entwickeln. Egal, was du dir denkst, wie groß oder wie klein du dir denkst, das ist in dir drin und in dir drin hat es keine raumzeitliche Größe, sondern bloß eine Struktur, eine Zahlenstruktur. Mhm. Und jetzt habe ich schon darauf hingewiesen, dass das eigentliche Programm ist weder rot noch blau. Mhm. Einfach vorhergehende Selbstgespräche. Mhm. Ja. Sich interessiert. Durch eine Messung wird eine Größe als Größe verstandener Aspekt. GR ist immer eine Gehirnberechnung. Mhm. Da steht jetzt eigentlich schon wieder Esse. Das Tun, Machen, Handeln. Mhm. Das O mit den zwei Bündchen drüber machst eine 70. Mhm. Aus dem scharfen S machst du B und aus dem E machst du H. Mhm. Ein verstandener Aspekt.
ist ein raumzeitliches Wissen, hebräisches Wort, eine Schwelle in eine Ecke. Es eckt. Mhm. Eine Beobachtung. Es sind einfach nur Blickwinkel, wo du reinschaust. Das sind Berechnungen mit einer Zahl in Verbindung gebracht, beispielsweise bei einer Zählung. Sie spielen daher in den empirischen Wissenschaften, das wäre jetzt auch ein Thema, das ist ein Riesendruckschluss in der Philosophie, Theorie, Empirie, Induktion, Deduktion. Unheimlich wichtig, bin ich auch schon darauf eingegangen, habe ich gesagt, Holofeeling ist ein Riesenwerk. Interessant ist, dieser Satz ist wichtig. Eine zentrale Rolle. Eine zentrale Rolle. Du befindest dich im Zentrum. Mhm. Und du meinst, ich sage, du bist immer der Mittelpunkt von dem, was du um dich herum dir ausdenkst. Du bist der Mittelpunkt des Universums. Das ist das In, schau das Bild an, das In-Eins-Gekehrte bist du selbst. Du bist das Eine, als träumender Geist bist du immer das Zentrum, egal was du dir irgendwo hindenkst um dich herum. Ja. Vor dir, hinter dir, über dir, unter dir. Ob du das um dich herum Küche nennst, Weißenburg, Überlingen nennst, ob du das Erdkugel nennst, du bist immer, es befindet sich in dir, in dem Zentrum des Universums. Ja. Und das, was du um dich herum als Raum betrachtest, wenn du an das Wort Universum denkst, muss dir jetzt erst einmal klar sein, dass hier dieser Raum in der Physik Volumen genannt wird. Ja, genau. Und da steckt das Licht schon mit drin, das du bist. Das ist, ich nenne das immer die Lange im Projektor. Mhm. Und dieses Volumen ist eine Rolle. Mhm. Die besteht aus Schrift. Mhm. Und BU heißt, hebraisiert heißt es das Buch, das heißt, in dir ist ein Chat, eine große Kollektion. Mhm. Ja. Diese Schrift, wie du die Worte auslegst, wird jetzt zu deinem Werk. Shin-R heißt übrigens hier logisch. Rechnung, der Schor ist der Schriftführer, ist normal der Fürst. Fürst. Genau genommen heißt es ein Minister, einer, der zwar was zu sagen hat, aber noch nicht alles zu sagen hat. Ja. Und im Allgemeinen, der Magier, der gestaltgewordene Geist, ist Udo. Und der erzeugt dieses Rollen in dir. Magnitudo Voluminis. Schön. Das ist das große Volumen, das große Licht und die kleinen Lichter drumherum. Mhm. Fragen? Schön. Darum nennt sich dieser KRIS wie ein Spiegelbewusstsein. Das ist unser Rai, der Kopf des Schöpfergottes. Ja. Der erzeugt jetzt vor sich eine Krümmung, das ist ein Gesichtsfeld, baut aber nur auf zwei Flächen auf. Ja. Wind ist Ruch. Rational aufgespannte Kollektion sind die vier Weltgegenden. Das ist das Zentrum von dem Tetraederspiegel. Und wir sind dabei in Gott, in dem Mittelpunkt. Um uns herum sind diese doppelt aufgespannte, machen wir jetzt einmal L, als Joch, die auseinandergeschmissen werden, sind die Gedankenwelt. Ja. Und das Ganze, diese Krümmung im Licht, geht jetzt in dir auf. Und dann kriegst du eine Warnung. Schön. Passt es? Oder passt es? Super. Wir waren nur bei der Zahl. Das ist die zentrale Rolle. So, und jetzt schauen wir mal die Zahlenwelten an. Es ist ja so unendlich zerdacht von den Menschen. Wenn wir uns das jetzt einmal hier anschauen, da gibt es erst einmal die sogenannten natürlichen Zahlen, die ganzen algebraischen, bla bla bla, rationale. Schau es dir einfach an. Das ist, Wissenschaft ist so unendlich zerdacht, wo die rechte Hand nicht mehr weiß, was die linke ist und keiner weiß, wo es herkommt. Es kommt alles aus dem, der sich's ausdenkt. Mhm, ich sage, du bist ein träumender Geist und du betrachtest dich zurzeit als Rechnungsführer, das hebräische Wort für Computer. Ich nenne es immer, ich spreche das Mech-Chef aus, wobei das eigentlich hier auch das Stehende schon mit drin ist, das beginnt mit M-Chat, da habe ich gesagt, das heißt auch Gehirn. Das ist eine gestaltet gewordene Kollektion. Okay. Ja. Und dann kommt als nächstes Schien B, eine Datenverarbeitungsanlage. Jetzt muss man natürlich wissen, dass die Daten das gegeben. DD, springe ganz kurz rein. DT ist das dann mal die Anordnung, das Gesetz, der Glaube. Immer dran denken, OB ist die Beschwörungskunst. Ja. Und wenn wir einen hinten dran setzen, dann ist das Besitzanzeigen des Hybert in Bezug auf Frauen. Es ist ihr Glaube, ihre Religion. Ja. Das sind die Daten.
Du arbeitest mit einem gewissen Glauben und das ist dein Intellekt, ob du ein Materialist bist, ob du ein Christ bist, ob du ein Moslem bist, ob du ein Zeuge Jehovas, ein Katholik bist. Du hast einen eigenen Glauben, der überhaupt nicht dein Glaube ist. Und daraus generierst du eine ganz persönliche Welt mit ganz persönlichen Gesetzen, wo du ständig urteilst in richtig und verkehrt. Ja. Es ist noch wichtig, dass man dem Mech-Chef einmal das Shin Bei allein, die Logik, die jetzt belabert, das ist das hebräische Wort für Kreis. Ich sage immer wieder, wenn du ein Kreis geworden bist, da kennst du vielleicht, wenn du Glück hast, dass du dein ganzes Leben schon ein Geist war, der ein reines Spiegelbewusstsein ist. Und dann wirst du ein Rückkehrer, der zurückkehrt in den Mittelpunkt, der du bist. Du bist schon immer der Mittelpunkt des Universums, das du dir selbst um dich herum ausdenkst. Uni, dieser Verbundensein, der Gott, in dem alles verbunden ist, weil das deine Informationen sind. Es gibt nichts, was du dir ausdenkst, was existieren würde, wenn es dich nicht geben würde. Ja. Der träumende Geist, die einfache Metapher, ich nenne das auch immer den Computer. Darum heißt es auch, es kehrt wieder Hayom. Der erweckte Geist, kehrt wieder zurück in seinen Mittelpunkt. Er wiederholt sich eigentlich wieder dahin, wo er herkommt. Er kehrt zurück. Darum hast du es auch zurück. Ja. Er kehrt um. Er kehrt alles um. Er dreht alles um und macht sich wieder zu dem Mittelpunkt, der er schon immer ist. Ja. Das steckt alles in dem Wort Rechnungsführer drin. Und wenn man in diesen, kann man natürlich rot auch machen, ne? Wunderbar. Machen das einmal hier. Ich mache das immer am Wort Anfang, ganzes Wort. Schau, diese kleine ist rot. Das geistige Meer ist ein absolutes göttliches Kollektiv und das ist der göttliche Logos, das ist Pi und das befindet sich in der Mitte verbunden mit allem. Ja. Blau wird es die Gestaltwertung einer Kollektion, Mech, das macht dein Gehirn. Und das ist dann die Logik, die dir das logische, wie ich ist, heißt der Gestaltwertung, das dir außerhalb von daher. Pol A, Pol der Ball ist die Galgenform, die du oder die dort wieder in einer Polarität von Gedanken, wenn in dir auftaucht. Ja. Das ist die Physik. Wo war ich? Beim Zahlenbereich. Wir haben jetzt da unendlich viele Zahlen. So, und jetzt können wir mal ganz einfach machen, wir hier in der Mathematik das Konzept der Zahlen in der Urgeschichte. Und jetzt haben wir schon dieses U ist ganz wichtig, weil das große Geheimnis ist die Wurzel von allem. Da steckt das Ur mit drin. Wenn ich jetzt natürlich hier UR einzeln hinschreibe, immer rot-blau lesen zuerst. Das ist das Einfachste, heißt es verbunden, vereinigt im Kopf. Oder ist aufgerechnet, das was ausgedacht ist. Ja. Gut, was jetzt interessant ist, dass man hier das Wort Ur, da fällt eigentlich das, was du bist, der eigentliche Schöpfer, der nicht ausgesprochen werden kann. Jetzt muss ich wissen, den kann ich davor machen. Da setzen wir jetzt das Ur dahinter. Das Licht. Dann. Und wenn du das an den Breher zeigst, ist das ganz wichtig. Wenn er Ur spricht, das Aleph ist nur das Mundöffnen. Erinnert euch, was ich euch gesagt habe. Wir haben zwei lautlose Zeichen. Ja. Wir haben die 1 und die 70. Die 1 und die 70. Und die können sämtliche Vokale auch nicht mehr. Ja. Die sind da jetzt nicht an, die können alle dazu. Das Aleph ist nur das Mundöffnen. Ja. Und die 70 ist hin, die Gurgel öffnen. Ja. Gurgel. Man könnte es auch Kiel nennen. Das ist die Quelle und der Augenblick. Und das ist der Schöpfer und die Schöpfung. Das heißt, wenn man das Ur aussprechen, heißt es Feuer. Ja. Und wenn man das Or aussprechen, heißt es Licht. Die Wurzel von einem ist dieses Licht. Das ist übrigens dann hier verborgene Wert 426, das ist Jahwe, die rote 4. Ja. Immer wieder einzeln machen. Ja. Schön. Gut. Ich bleibe in der Zahl, die Urgeschichte. Und die Wurzel wissen mir, dass der Wurzelbegriff immer plus eins minus, plus minus ist. Sind zwei Erkenntnisse. Darum nennt man hier in dem Moment, wo wir mit Beruchzahlen rechnen. Heißt es einmal im Geist oder in den vier Weltgegenden. Ja. Das heißt, es zerbricht die Zahl in unendlich vielen Einheiten. Jetzt müssen wir zuerst mal wissen, was passiert, wenn die Einheit, das absolute Uni, ich sage der Geist, der sich nicht selber teilt, in sich selber teilt durch die Visionen, dann wird es die Geburt einer Schöpfung, ZA.
Dieses ZA heißt hinaus, hinaus. Jetzt denkst du dir was aus. Du denkst was vor dich hin, aber egal wo du dir das hindenkst, ist es trotzdem in dir drin. Ja. Warum ist dasselbe Wort auch ein Dreck? DR, wissen wir, heißt die geöffnete Berechnung in einem Eck. Das erzeugt einen Blickwinkel. Ja, der Brecht ist von DR ist die Generation, weil du fängst jetzt zum Auf- und Abschwingen an, wobei du immer auf und ab gleichzeitig schwingst. Und das Ganze nennt man auch Code, das heißt, wie Zeichen, wie augenblickliche Erscheinungen. Ja, Exkremente, gell? Richtig, das sind die Exkremente. Ja. Wie war das gerade mit dem Kakos? Genau. Mit Malus, im All von Gott aufgespannte Raumzeit. Ja. Ja. Wenn jetzt diese Geburt der Schöpfung erzeugt zwangsläufig eine Wahrnehmung, das ist ZAH, wir sind bei Zahl. Jetzt kriegst du etwas Erbrochenes, einen erbrochenen Code und das Ganze nennt man auch einen Stuhlgang, ich setze dich in Bewegung. Richtig. Ja. Fragen? Sind jetzt wirklich die Grundlagen von Holofeeling, hast schon diese Kleinigkeit, macht mich atemlos. Ja. Du wirst in eine mystische Verzückung versetzt. Und es wird alles weltlich, die Probleme, Corona, all den ganzen Kack, den du Vorstellungen erzeugst, weil du Worte einseitig auslegst und immer noch das erste und das zweite Gebot bringst. Du machst dir ein Bild von dir selber und sagst du, das bin ich, der Gedanke bin ich und alle anderen Gedanken bin ich nicht. Und du verstreust das, was du hier und jetzt in dir selbst erschaffst, um dich rum und du meinst, du hast mit dem Zeug da außen nichts zu tun und es ist auch dann da außen, wenn du nicht dran denkst. Da haben wir jetzt schon die Wurzeln und kommen jetzt zwangsläufig in einen Bereich und jetzt gehen wir da mal rein. Etymologie, wo kommt die Zahl eigentlich her? Das Deutsche war Zahl und immer dran denken, Deus ist Deus, Deus, Gott, die Deutonen, Alemannen. Mhm. Deus, Deutsch ist das göttliche Deutsch. Und ich rede jetzt nicht von den ausgedachten Deutschen. Es spielt keine Rolle, ob du an einen Stein, an einen Kuhhaufen, an eine Schafherde denkst, an Deutsche oder an Juden oder an Amerikaner denkst. Es sind Gedanken von dir. Es sind einfach nur Informationen, die sich schon wieder auflösen. Du wirst einen Gedanken von dir das nicht erklären können. Richtig. Es muss hinter der Maske Geist von meinem Geist stehen, von deinem Geist stehen. Ich bin jetzt als Udo eine Facette von deinem Geist, weil du mich jetzt ausdenkst. Mhm. Noch kleiner kann ich mich nicht machen. Mhm. Darum ist das Ur, das Or, das lichtgermanische Wort. Der Geist, der erwacht, das ist germanisch. Ist das da mal Dalo? Bist dabei, Ur ist Ort, ja. Das Feuer ja. Auf und das Ur auslesen. Und das ist es Mana. Ja. Von was sollen wir leben? Von Mann, Gestalt gewordene Existenz ja. Und das ist Ich. Leicht schlafen. Ich übrigens Asha, kannst du Asha lesen, ist die Frau, in der Frau. Und das ist jetzt erst einmal das urgermanische Wort Dalo. Ganz interessant. Jetzt diese erscheinende Schöpfung. Wir wissen, blau gelesen, ist genau genommen der immer seiende Schöpfer. Du bist die 200 Gramm rote Gnede, das ist das Einzige, was ist, und die Form ist vergänglich. Und das ist der Wachraum. Mhm. Ja. Das Wach, die W-Ach, die 8, Z-I mehr. Mhm. Z-I, die Geburt eines Intellekts, sind 2 mm, die erweckt werden. Das sind die Gedanken, das ist jetzt jeder Moment, der in dir auftaucht. Ja. Und dein Intellekt erzeugt eine ganz persönliche Loge. Denk, was jetzt eine Loge ist. Das ist eine ganz bestimmte Logik. Das ist wie wenn du in einem Diode, in einer Loge abgezirkelt sitzt und schaust dir ein Spiel an mit einer ganz persönlichen Interpretation. Mhm. Das ist jetzt ganz, ganz grob dahingeschwätzt. Das ist jetzt, wir waren hier bei diesem Da. Und jetzt brauchen wir nur das Lo. Das heißt, der Wachraum, das heißt, kommt zu ihm. Und er ist für ihn. Ja. Das ist das urgermanische Wort für Zahl. Die althochdeutsche Wort, die Zahler, jetzt kommen wir noch ganz interessant. Jetzt kann ich lesen, die Geburt Gottes ist Erschöpfung, wir schmeißen die Vokale raus, dann wächst die Geburt von Licht, das ist jetzt deine Schatten. Zellschatten, genau. Mhm. Okay. Ja. Mhm. Da kann man natürlich jetzt gleich nochmal zurückgehen zu unserem Kakos. Das beginnt mit K.A. und den Kos haben wir schon beim Kosmos gehabt. Mhm. Ja. Wo ich gesagt habe, das heißt ja nur die Ordnung. Ja. Das ist die Siebwahrsagekunst. Ja. Wenn du was heraussiebst, die Sieben, sie wird polar, die Frau, die Welt, das ist eine Gedankenwelle.
Diese sieben. Mhm. Da können wir jetzt ins Hebräische gehen. Du siebst immer etwas heraus. Das ist Kreatio ex nihilo. Ja. Ja. Aus Flechtwerk bestehen geflochten. Das Flechtwerk. Du kommst hier aus dem System, Kreatio ist die Auswahl. Okay? Mhm. Ordnung, geordnete, die Dar, die generierte, geöffnete Berechnung, ist Legung, ein Bericht. Das beginnt übrigens mit BR, das ist einmal das Eure. Äußere ist immer eine Ich-Erscheinung und eine Aufzählung. Auf kannst du AOB lesen, der Schöpfer OB und seine Zählungen. Ja. Das führe ich jetzt zu Zalon, Zell-On, ihre Schatten, die Schatten der Logik, der weiblichen Systeme. Und das kommt von Zahler, mittelhochdeutschen Zahl, Zahl, jetzt hast du die Schatten, jetzt kommst du in die Schatten. Ja. Das geht alles auf das Wort Zahl zurück. Ich erzähle dir jetzt etwas. Aber jetzt wird es interessant. Das urgermanische Wort findet seinen Ursprung vermutlich in der urindogermanischen Ödymon. Ich kann die Etymologie Del, die Öffnung Gottes, zählen, berechnen, nachstellen. Und jetzt müssen wir in dieses Del, pass mal auf, jetzt machen wir einen Sprung einmal in die Quantenmechanik, okay? Ja, genau. Ja. Dieses Del habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ja. Da ja. Schauen wir uns, das gibt es nämlich. Ich fahre jetzt mal ja. Da ganz kurz rein. Wir gehen nochmal, Moment mal. Mathematische Symbole. Da fahren wir jetzt gleich einmal runter. Das, dass sich das irgendeiner ausgedacht hat, immer dran denken, wir brauchen eine Differentialrechnung. Und in der Differentialrechnung gibt es das Del. Das Del ist so komische, ist jetzt das eine gespiegelte, in der horizontalen gespiegelte 6 oder in der vertikalen gespiegelte 9. Ja, ja, ja. Weißt du, wir haben die 6 und die 9 unteren war schon mit drin. Ja. Ich meine, wir machen jetzt keine, wir bleiben in der Sprache. Was ist eigentlich eine partielle Ableitung? Seine Differentialrechnung. Da wird es natürlich sehr interessant, weil du wirst feststellen, da ist das erste große Problem, dass dieses Spiel immer beginnt. Hier runterfahren. Geht es noch, ob das da drin ist? Pass auf, ich mache es mal einfacher. Wir fangen mal an. Ich erzähle dir ja jetzt etwas. Okay? Ja. Also machen wir das erste Mal dir. Dir, naja, der. Wir wissen, das ist der Wohnungsinhaber. Du Geist bist der Wohnungsinhaber und der Mieter. Mhm. Das ist kein willkürliches System, das ist bloß unendlich komplex. Die Grundradix ist unsere Generation, DR. Aber das heißt Wohnungsinhaber und Mieter, du generierst ja beide. Mhm. Du denkst ja, jetzt genau. Als träumenden Geist, als Schöpfer, als Gott, ein ausgedachter Gott ist kein Gott, und als Mieter, MI, wer ist hier zeitlich erweckt? Ja. Wenn du was erweckst, erweckst du das ja mit Wechselspannung. Also wenn wir in der Physik bleiben, machen wir da AC dran. Ah ja. Okay, jetzt haben wir hier plötzlich die Dirac-Notation. Das heißt, dir erscheint die Schöpfung von C-Quadrat. Das ist Licht C hoch 4 eigentlich. Mhm. Mhm. Und das ist Not ad Ion. Erweckte Zeichen, wenn wir das schreiben. Ah, ja. Mhm. Jetzt ist natürlich das Not natürlich auch was anderes machen. Das, was du erwächst, sind die Wohnungen, die Wohnstätten, die Wartungen, die Bewohner, die innen sind. Mhm. Ah ja. Ja. Merkst du, dass die Worte plötzlich ja, ganz anders ja. Kriegen? Und zwar die Dirac-Wohnungen. Dir erscheint eine Wechselspannung mit existierenden Zeichen, was eigentlich die Bewohner sind, die Wohnungen. Und das ist die sogenannte Brockett-Notation. Ja. In der eine Notation für Quanten. Jetzt immer dran denken, was Qua ist. Ja. Das ist eine ganz interessante Radix, da entspringt nämlich hier die Kreiszahl Pi raus aus dem Kubaff. Mhm. Das kannst du in der Holoarithmetik nachlesen. Wird genau drauf, Bibelvers geht genau drauf ein. Mhm. Mal schauen, was ich aus dem Stegreif hier finde. Da ist übrigens, wenn wir jetzt reingehen, ich sage immer wieder diese.
das, was ich hier aufzeige, du merkst immer wieder dieselben Sachen, nur mit anderen Zahlen werden, die Selbstähnlichkeiten. Siehst du, es steckt da schon alles drin, da bin ich bloß nochmal genauer drauf eingegangen, wie sich das hier aufbaut aus kleinen Dreiecken und dass diese schönen Sterne, die mir dann noch viel vielfältiger machen hier, dass das Bibelverse sind. Das ist generiert aus Bibelverse, das Zeug. Ja, ja. Diese wundervollen Strukturen hier, die hier lückenlos ineinander reinpassen, das sind hebräische Wörter, das ist, ob das jetzt Israel ist, rot, blau, dass die ineinander liegen. Ja. Das zu glauben, dass da irgendwann in der Vergangenheit irgendwer irgendwas geschrieben hat, es wird für dich so sein, wie du das dir selber glauben magst, mit einer Logik, die gar nicht deine Logik ist. Deine Logik ist die Logik deiner Lehrer und deiner Erzieher. Ja. Also da einmal lesen, kannst du komplett vergessen. Absolut. Ja, jetzt werde ich übrigens auch dieselben Figuren nochmal anders erklären. Da gibt es viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Es geht nicht um Vielwisserei, mir geht es das darum, ich erkläre dir, was du bist und dann ganz, ganz, ganz grob kindhaft, wie du funktionierst. Und du wirst sprachlos werden. Du merkst jetzt, das ist, wenn dann mal, du wirst immer mehr erahnen, wie das Ganze, wie du selbst funktionierst. Siehst du, da steckt das schon alles hier, was ich nochmal präzise erklärt habe, jetzt in der Schrift, das ist da alles nochmal nur feiner dargestellt. Das ist immer, die Bilder, gehe ich nur nochmal genau auf die Bibelverse drauf ein, hier diese Ecken, das ist nochmal viel genauer erklärt. Aber du merkst ja, wenn ich ein Wort erkläre und ich brauche schon 400 Seiten, um dir die Grundlage von einem Wort zu sagen, dass du die Zusammenhänge mitkriegst. Ja, das kann nur der wissen, der es geschaffen hat. Genauso ist es. Da wiederholt sich das eigentlich nichts Neues drin. Es ist nur nochmal alles, da haben wir übrigens jetzt das große Spiel nochmal mit die 6er, die 73. Das musst du alles nicht wissen. Ich sage, du musst nicht wissen, wie ein Fernseher funktioniert, wenn du dir Fernseher anschaust. Ja, ich finde es jetzt nicht, das, weil das zu komplex ist. Im Kreis. Und du wirst immer merken, ich habe überall meine Duftmarken. Ja. Das ist diese 2007.1, der erste Vers, unser D28. Und dann landet die Automatik wieder hier, in dem Teil hier. Das ist die 37 mal 73. Ja. Das ist hier dieser Wert und 26 ist Jahwe. Wobei wir dann übrigens gleich nochmal eins dazugehen können, pass auf, wenn wir gerade dabei sind. Wo wollte ich denn hin? Die 137. Das ist natürlich auch die 137 Feinstrukturkonstante, die ja übrigens auf diesen Werten aufbaut, wo ich doch sage, du kannst in dem ersten Vers, der beginnt mit dem Anfang war der Spot, ist die Kreiszahl Pi drin. Im Neuen Testament, im Anfang war das Wort, ist die Eulersche Zahl und die zwei Zahlen aneinander gehängt im Quadrat ergeben dann diese 137. Jetzt machen wir ganz einfach Folgendes. Ich tue mal hier die 137. Schauen wir mal, was hier nur jetzt in der Holoarithmetik, wo diese Zahl vorkommt. Und dann wirst du feststellen, das 37. Wort findest du in der Bibel in Genesis 1,4. Die 1,4er Struktur ist ganz wichtig. Und da steht das Licht. Das ist das 37. Wort. Und dieses größer geschriebene A beginnt mit dem 137. Zeichen. Das ist das 137. Zeichen, wenn das das 37. Wort ist. Ja. Da heißt es, und Gott sah, 86 sah das Licht, das ist gut. Das, was hebräisiert ist, und Gott schied das Geschenk, das Licht von der Finsternis. Ja. Dieses gestaltgewordene Wort, Haor, in diesem Vers, ist nicht nur das 37. Wort der Tora, dieser Reihe, es beginnt auch mit dem 137. Zeichen. 137 ist übrigens die 34. Primzahl. Jetzt haben wir 3, 4, 3. Ja. Einfach göttlich. Ich rede hier von einem Komplex. Ja. Da haben wir doch 4, 3, 43. Jetzt müssen wir das spiegeln. Ja. Ich habe gesagt, die zwei Spiegelungen. Ja. Und jetzt kriegen wir Dark und Dennett. Meinst du, dass irgendeiner da außen das Drehbuch, der Nullen das Drehbuch geschrieben hat?
Immer dran denken, ein Mensch entsteht in dem Moment, Mensch, blau gelesen, ist ein Konstrukt, wäre Interpretationsprogramm, ein ganz persönlicher Schöpfer. Aber wer erschafft den Schöpfer? Da muss doch ein Geist da sein, der sich einen Menschen, sprich ein Programm, ein Schöpferprogramm ausdenkt. Egal an welchen Menschen du denkst, du erschaffst den in dem Moment und du bestimmst, was der entdeckt hat oder was er gemacht hat. Du sagst, das Drehbuch von Tenet hat er neun geschrieben und er hat den Film gemacht. Aber der existiert erst hier und jetzt in deinem Kopf, wenn du in dir denkst und du denkst in die Kiste, setzt es rein, dass der das gemacht hätte. Aber du, der sich jetzt alle Schöpfer, alle Philosophen, alle Physiker ausdenkt, die dann immer das getan, gemacht oder sonst was erfunden haben, wenn du dir das denkst, du denkst jetzt erst einmal diese Schöpfer oder Erfinder und du bestimmst dann, dass die dieses oder jenes entdeckt oder erfunden haben. Ja. Aber in dem Moment bist du doch auch was Ausgedachtes. Wer denkt dich aus? Merkst du, du kommst jetzt in diese Reihe, in das Zentrum, in das absolute Universum rein, bis du ich bist. Ich behaupte, dass ich du bin. Nicht der, der du zu sein glaubst, sondern der, der du wirklich bist. Das wirkende Licht im Zentrum. Das ewige Licht. Und dieses ewige Licht, schau, jetzt kriegen wir hier dieses 3-3. Ja. Wo war ich denn? Und dieses ewige Licht, das ist das, es ist Licht. Und er schied dieses Licht-Ich von der Finsternis, von dem blauen Licht, von dem ausgedachten Licht. Ausgedachtes Licht ist keine Lichtquelle. Ich sage immer wieder, im Kino, wenn du sitzt, die Sonne auf der Leinwand beleuchtet das nicht. Und das Lämpchen, wenn du auf eine Brille hast, die Lämpchen, die jetzt aufleuchten und eine Sonne auf deiner Brille erzeugen, in der Tiefe des Raums, obwohl da außen überhaupt nichts ist, ist auch keine Lichtquelle. Ja. Das Licht ist der Geist, die Energie. Ja. Das ist die 34. Primzahl, das können wir spiegeln, das ist jetzt als 3-4 gelesen, ist das Gatt, Gatt heißt Jupiter. Ja. Genau. Oder als 4-3 gelesen, Duck heißt Fisch. Ja. Das ist das hier. Unsere 888, kommen wir dann irgendwann nochmal zu dem Christus. Das 34. Wort ist übrigens dieses Wort und er unterschied. Und rein zufällig ist das Zeichen B, diese Polarität im Wort und er, imperfekt unterschied, genau das 126. Zeichen. Und 126, wir machen eine Minute 26 Sekunden, machen sind die 86 Sekunden. Ja, ja. Ja, ja. In der Dora. Das hat offensichtlich ein bewusster Kopf. Diese Affinität ist verbundenes Wissen. Als Jahwe dieses ganze Affen die Erde in Bewegung gesetzt hat. Dieses BDL bedeutet ab, sondern, aus, sondern, unterscheiden. Das BD allein ist eine Erfindung, eine Lüge. Das Licht ist innen. Ja, ja. Hast du einen Einwand? Es ist eigentlich nur eine Wand. Das Licht ist auf einer Wand. Wie kannst du das jetzt verstehen? Ich sage immer wieder ganz einfach, wenn du jetzt unsere Spiegelsache machst, das ist diese dreigeteilte Fläche von dem Spiegeleck, ist eine Trinität. These, Antithese, Synthese. Mhm. Gut, da können wir jetzt weitergehen. Einheit, Kreiszahl und so weiter und so weiter. Und wir schauen mal, das ist jetzt hier, das haben wir jetzt gehabt. Jetzt schauen wir mal, wo das da noch vorkommt. Schau, die 137. Das ist das 137. Palindrom, ist 3883. Hüben 3 und drüben 3. Auch wieder, genau. Interessant, auf Seite 137. Auch wieder. Ich jetzt nicht reinlesen, schau, was da steht. Ich mache es jetzt bloß wieder so. Alle meine Schriften sind vollkommen, vollkommen synchron. Das 143. Wort ist El Hayom. Und dieses Aleph ist das 117. Aleph in der Dora. Das ist also von der Dora gezählt, das 343. Ja. Wort ist UB. Das habe ich hier gar nicht erwähnt, weil wenn ich das alles hinschreibe, den Jupiter, ja. Das ist auch rein zufällig, das 343. Wort ist El Hayom. Ja. Okay, ja. Das ist die 86. zusammengesetzte Zahl.
wo alle Zahlen sich zusammensetzen, diese blauen ausgedachten Zahlen aufgespannt, Wissen, eine Kollektivität, wir können jetzt noch 86 lesen, dann ist es Wissen, das aufgespannt wird, wird zu dieser Weisheit, die in sich selber verbunden ist. Mhm. Ja. Und dieses Aleph ist übrigens das sechste Aleph in diesem sechsten Doch. Mhm. Wenn du den sechsten Doch, den Bibelvers nimmst, dann ist es das sechste Aleph. So hängt sich das alles aneinander. Auf Seite 144, bei 144 denkst du immer am besten an den Adam. Da ist jetzt eine ganz schöne Liste, schau, das ist jetzt das, muss man jetzt wissen, das gibt ja verschiedene, wir können ja umrechnen, so wie wir PDF und Windows umrechnen können oder verschiedene Bilder, wenn wir jetzt eine Bilddatei nehmen und wir drucken meinetwegen ein Bild auf dem Bildschirm und wir lassen ein Bild auf dem Bildschirm erscheinen, wissen wir ja noch nicht, in welchem Dateiformat es abgespeichert ist. Ja. Mhm. Es gibt ja so viele Bildformate, wo man Bild abspeichern können. Ja, genau. Das heißt, auf den Computer sind unterschiedliche Zahlenstrukturen. Du kannst aus all diesen Zahlenstrukturen dasselbe Bild errechnen auf unterschiedliche Rechenwege. Es ist aber ein gemeinsames Parameter da. Das ist das Bild selbst. Be'ilet ist im Kind, aber was ist im Kind, im tiefsten Innern von dem Kind? Be'ilet, das Zentrum. Du selbst, der Geist, das dieser Mittelpunkt, dual, rot gelesen, bis du dual wirst. Ja. Okay? Ja. Und jetzt pass auf, jetzt haben wir hier jetzt erst einmal durchgezählt den Platzhalter, das lateinische Alphabet, das hebräische Alphabet, das arabische Alphabet. Und da habe ich jetzt mitlaufen lassen von der 1 die Primzahl. Mhm. Da mache ich jetzt hier. Da gibt es Primzahlensysteme, gibt es auch verschiedene. Ja, genau. Genau genommen beginnen die bei minus 1, man sagt bei 1. Im klassischen beginnt man jetzt in einer weltlichen Physik die Primzahl mit 2. Ich beginne immer die Primzahl mit 1, aber hier habe ich jetzt das durchlaufen lassen mit der 2. Ist auch eine bestimmte Zellweise. Ich gehe jetzt da nicht genau 3 mal 37, die 37, 9 mal 37, 3 mal 37, 11, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2. Da muss man halt die Holoarithmetik, die Schrift lesen, dann wird es erklärt. Was jetzt wichtig ist, ich spiele das Spiel mal weiter. Das hört ja letzten Endes, wenn man das durchlaufen lassen. Okay, geht es bis zu 28 Zeichen und das 28. Zeichen ist dann das Elef. Wir haben 27 Zeichen, das ist das Endzahl, die 28 Zeichen ist das Elef. Mhm. Das ist die 107. Primzahl. Mhm. Okay? Ja. Also Primzahl, verkehrt, jetzt war ich neben mir gestanden, Entschuldigung. Die erste Primzahl ist 2, 3, 5, 7, die vierte Primzahl, das ist jetzt durchgezählt, die Primzahl bei der Primzahl 2 beginnen, wenn wir es normalerweise machen. Mhm. Dann wirst du feststellen, die 28 ist die 107. Jetzt gehen wir mal weiter. Die 29. Primzahl ist 109, die 30. ist 113, die 31. Primzahl ist 127, die 32. Herz, genau. Ist die 131 und die Welle, die 33. Primzahl ist die 137. Das ist ganz wichtig, aber ich müsste jetzt da so viel erklären dazu. Primzahlentabelle, schau, wir beginnen die normalerweise mit der 1. Das heißt, es verschiebt sich jetzt immer um 1. Das wäre jetzt eigentlich die korrekte Darstellung. Aber das wird jetzt wirklich zu kompliziert. Das brechen wir am besten ab. Also das ist einmal das Erste. Und das prinzipiell sieht es so aus, dass die Sachen immer diskret sind. Was heißt diskret? Diskret, man muss erst einmal wissen, was ist diskret? Es ist abzählbar. Es gibt aber nichts Diskretes in der Welt, weil immer das verbunden ist mit Pi, mit dem Wissen Gottes. Mhm. Und das ist, da musst du in dem Bereich, ach, das Dell wollte ich, wir waren eigentlich nur bei dem Dell. Ach, die Brackett, siehst du, ich bin wieder voll ich bin wieder voll abgeglitten. Ja, genau. Diese Brackett-Notation ist ganz, ganz interessant. Das sieht immer in den Formeln nur so aus. Das heißt, das Ket ist dieses Zeichen und das Bra ist dieses Zeichen. Wir haben da einen Strich, das nennt man Brackett. Und zwar in einen Dualraum. Der dem Dualraum, und jetzt immer dran denken, was du heißt. Du, ist das da mal ein Geist. Sollen wir das hebräische Wort du nehmen?
dann hast du die Öffnung von was aufgespannt. Das ist jetzt eine Sache, das heißt zwei, aber nur in Zusammensetzungen. Das hebräische Wort zwei, die männliche und das weibliche Wort für zwei im Hebräischen sind andere Wörter. Nur in Zusammensetzung und all heißt ja nichts. Mhm. Wir haben jetzt hier dual. Ein Dualraum ist dieser Raum im Mittelpunkt, weil der genau genommen V ist Volumen ist. Das wird bistabil aufgespannt, weil du entweder bloß immer wieder nur eine Seite davon anschaust, obwohl immer beide gleichzeitig da sind. Das intern und extern. Mhm. Okay? Ja. Und das sind lineare Abbildungen. Aus 1 war 2 und das ist im Kind. Beelen. Mhm. Aus 1 war 2, was ja aufblühen heißt, aber auch Vater heißt. Mhm. Genau. Und das Ganze, dieses V, dieses Rollen, Volumen, dieses rollende Licht ist eigentlich bistabil. Der Geist dreht jetzt eine Runde. Und es repräsentiert mehr oder weniger die Körper. Körper ist Kopf. Mhm. Was ich jetzt will, ist die Brakett-Funktion. Du musst jetzt einfach wieder schreiben, das Bra ist Bara. Erschaffen, das ist erschaffen durch Gott. Ich habe immer gesagt, eigentlich erschafft Gott nichts, sondern er schöpft. Mhm. Er schöpft etwas aus sich selbst heraus. Mhm. Gott ist ja El Hayom, Gott das Meer. Alles, was an der Oberfläche auftaucht, schöpft er aus sich heraus, weil er ja Wellenberge aufschmeißt. Mhm. Es ist aber dann trotzdem ein Erschaffen, weil er braucht dann dazu einen Adam. Das heißt, erweckte logische Affinitäten. Lesen wir das nicht als die Tiere, sondern als Affinitäten. Das sind erweckte logische Affinitäten. Jetzt sind wir hier. Mhm. Ja. Dasselbe hast du aber auch gesund machen. Das ist immer gesund. In dem Gesund haben wir das Unde mit drin. Die Welle. Das Unde heißt latinisiert, woher auch immer. Und da ist die Welle. Woher kommt die Welle? Aus dem absoluten Mittelpunkt. Ja. Den sich alles dreht, das ist das Volumen. Mhm. Das können wir jetzt uns natürlich dreidimensional, dann kriegst du das Universum, das in eins gekehrt, egal wo du dir was hindenkst, wenn du das Bild unten anschaust. Das steckt da alles drin. Und Ket heißt wie augenblickliche Erscheinungen. Ja. Das erste Mal heißt es zur Zeit, wie Zeit, zur Form gewordene Zeit. Und das ist jetzt. Das hebräische Wort, unter anderem gibt es noch andere Wörter für jetzt. Und das heißt Z wie Ischen zeitlich. Ischen heißt schlafen und alternieren. Und Z Waff heißt Befehl. Mhm. Die Geburt von was doppelt? Ein W. Zeit. Diese zwei fehlen jetzt in der Mitte, obwohl sie fehlen, sind sie trotzdem in der Mitte. Die verborgene Harmonie der Dinge, dass alles, was sich widerspricht, letztendlich immer gleichzeitig da ist. Mhm. Jetzt müsste ich es langsam bei meinen Kleinen fertig zusammen. Aber das ganze Zeug. Das sind jetzt die Brakets. Und jetzt da wird es jetzt natürlich dann schön, wenn wir da reingehen. Ja, das ist wieder zu komplex. Pass auf, wir bleiben mal bei den Dirac. Wir machen mal den Dirac nochmal. Das war die Notation. Dann gibt es ja diese Dirac-Sachen. Immer dir erscheint Wechselspannung. Mhm. Jetzt wirst du feststellen, jetzt da reingehen, der nicht-relativistische Grenzzahl fällst du in die Null. Ich sage definitiv, wenn du wirklich die Wurzel immer richtig liest, dass du immer weißt, dass sobald der Wurzel da ist, ist alles, was jetzt hier passiert, ist Null. Weil das Ergebnis, was wir ausrechnen, ist plus minus. Das ist jetzt nur umgestellt, das ist unser E-Quadrat, ist M-Quadrat mal C hoch. Ja, ja. Da kommt nur der relativistische Impulsanteil mit dazu, was auch immer das heißen soll. Da taucht jetzt das CO2 auf, die zwei Seiten. Kann ich dir alles erklären? Glaube ich. Das ist ergibt. Okay, pass auf, ganz interessant, für ein Teilchen im L. Eck, L ist Gott. Ja. Eck. Ja. In diesem Gott, das Nichts heißt, in diesem Nichts, das Eck. Eine Waffe ist seine Reihe, ist statisch, ein unbewegtes Feld. Feld ist Schader. Ja. Logisch geöffnete Wahrnehmung. Ja. Logisch geöffnete Wahrnehmung. Ja. Das ist das Feld. Was natürlich rein zufällig dann auch noch der weibliche Dämon hast. Da stecken die Damen mit drin. Mhm. Hexe, die Zaunreiterin. Du bist immer in der Mitte. Mhm. Hex. Ja. Gut? Ja. Sehr gut. Pass auf, eine Punktlandung. Wenn du mich verstehst.
Punktlandung. Dann kommst du hier zum Wasserstoffspektrum. Mhm. Wasserstoff, wissen wir, ist Udoar. Ja. Der Kopf des Udo. Das landest du wieder in dem Geroschet, was über den Udo drüber steht. Ja. Mit seiner Feinstruktur. Jetzt sind wir 137. Die Feinstruktur ist 137, das ist das Licht. Ja. Kannst ungefähr jetzt da ahnen, wie ich alles mit allem verbinde? Ja. Wie du sagst, einfach göttlich. Das macht es aus. Ja. Mal schnell, wir schauen mal nochmal einen hier ganz, ganz schnell. Ah, Mensch. Dann brauchen wir noch, wir machen nochmal noch. Unglaublich, wie es alles sein wird. Jetzt schauen wir uns den Nablauberader noch an. Können wir wieder schön. Nein. Beginnt übrigens mit UB. Direkte Grenzanalyse, kontextabhängig. Hochinteressant, das ist unser Delta. Mhm. Siehst du? Das Differential, aber immer dran denken: Divisionen, ein Differential, die Differenz. Es ist, du landest immer in diese Unendlichkeit. Das ist jetzt auf ein auf dem Kopf stehendes Delta. Ja, genau. Mhm. Und da wird es jetzt interessant, weil da kommst du jetzt zu einem Harfenähnlichen ins Zeileninstrument. In Form eines Zeigens eingeführte Schreibweise, das nennt sich nämlich Del. Wir waren gerade auf der, bei der 6, erinnere dich bei der Öffnung Gottes. Ja. Die Öffnung Gottes brauchst du nämlich hier Hüben 3 und Rüben 3. Das ist jetzt das Gespiegelte auf dem Kopf stehende. Ich habe gesagt, die 6 immer horizontal spiegeln. Ja, eine transversale Spiegelung einer neuen. Ja. Da wirst du merken, es hat mit der Ecke zu tun. Wir haben zwei Seiten und da sind diese Spiegel, die oben drauf liegt. Der macht das erst einmal auf dem Kopf stehen, spiegelverkehrt und auf dem Kopf stehen. Ach so, ja, natürlich. Da ist unsere Ecke auf dem Kopf stehen. Ja. Einfach nur, lasst es ganz, ganz grob. Ja. Dieses Harfenähnliche, dieses Nabla, da kommt das Wort nämlich her. Das ist ein hebräisches Wort. Jetzt schauen wir mal, ob das da irgendwo beschrieben wird. Zuerst einmal, wenn wir den Nabla-Operator machen, da merkst du, da haben wir jetzt unser Del. Das nennt sich auch Del. Ja. Die Physiker erklärt, was die zusammenrechnen. Du kommst dann von einer Sache bei den Differentialgleichungen, alles mit raumzeitlichen Vorstellungen. Kannst du komplett vergessen. Es bedeutet was ganz was anderes. Die blabbern nach, das ist so wie ein Theologe, die Bibel nachblabbert, was die Lehrer ihnen erzählt haben, und du kommst immer wieder mit raumzeitlichen Erklärungen, die wo was ganz was anderes bedeuten. Ja. Mhm. Aber wir schauen uns einmal den Nabla jetzt an. Jetzt, das muss doch irgendwo, warte mal schnell, Nabla. Wir schauen mal, ob der hier das. Ich schaue, ob ich irgendwas finde, wo das schon zusammengeschrieben mit drin steht. Dann machen wir es doch gleich. Gehen wir gleich ins Hebräische, dann tun wir uns nicht so lang rum. Das ist das Nabla, das baut, irgendwo ist das beschrieben, die Tensor, das Nabla, ich mache mal Nabla. Nabla, müssen wir schauen, aber vielleicht findet aber Nabla was selber. Das ist es Nabla, okay? Haben wir es doch schon her. Ja. Das Symbol Nabla ist kein Buchstabe, sondern aus ähnlichen Symbolen. Quanten, bla bla bla, ist ein Delta, das auf dem Kopf steht. Mhm. Der stammt von einem Theologen ab. Okay. Angeblich. Wohlgemerkt, du liest jetzt wieder Worte, du denkst an die Vergangenheit und du sagst, der hat das gemacht. Nein, der hat das gemacht, weil du dir das ausdenkst, weil du das gelesen hast. Und so hängst du dich in eine Falle. Du hängst in den Gefängnis deines Intellekts, der Vorstellungen, die du aufpasst, mit nachgeplappertem Wissen. Ja. Und Holofeeling verbindet das. Das ist Nephil, da wird das B mit L ausgesprochen. Ich habe das gerade schon hingeschrieben. Altgriechisch, Lateinisch, Nabla ist identisch mit dem Symbol für Wasser. Die Vier-Elemente-Lehre, müssen wir jetzt gar nicht dran gehen, jetzt kommen wir zu unserem Einheitskreis, merkst du das? Ja. Was jetzt hier wichtig ist, dass die Song, dieses Nabla, ist an und für sich ein Musikinstrument. Mhm. Das wird dann irgendwo, wird das dann hier beschrieben, aber wir schauen uns das einmal genauer an.
Das ist erst einmal das hebräische Wort für einen Gottesleugner. Das ist das auf dem Kopf stehende Dreieck. Der Geizhals, der Bösewicht. Manchmal wird das als Harfe übersetzt. Das ist eigentlich die Nacht, das Schuft, das Schurge, der Tauge nichts und Tor. Aber dasselbe Wort hast auch abfallen, absterben, schänden, unrein machen. Das Unreinmachen eines Tiers durch unrituelles Schächten, verwelken, welken, zerfallen. Das ist meistens so, weil das ist jetzt die hebräischen Übersetzungen. Schwach werden. Schin, wach werden. Mhm. Du wirst mit einer Logik wach. Dann wirst du aber hinfällig, müde, kraftlos, weil dieses Schin, wach, diese Logik, die du zum Denken benutzt, ist absoluter geistloser Schwachsinn. Schin, wach, Sinn. Jetzt haben wir den Sinn. Denk immer an die Sinne, weil du mit Sinn, sobald du anfängst, schwachsinnig zu werden, S-I-N, fängst du nämlich an, ein Gegenteil oder Gegenseitiges vorhergegangen ist. Jetzt ist es hell, also muss vorher finster gewesen sein. Das ist der Schwachsinn. Sobald sich dein Geist erhebt und du ganz definitiv weißt, ich denke mir jetzt aufgrund meines anerzogenen Wissens eine Erdkugel aus, die von einer Sonne angeleuchtet wird, dann sehe ich, dass hell und dunkel gleichzeitig da ist. Selbst wenn sich die Kugel dreht, bleibt eine Seite hell und eine Seite dunkel. Dann brauche ich nämlich bei den Sinn ein zweites N hinten dran. Und dann sind wir auf einer höheren Ebene. Wenn ich jetzt da das Wort sind hinschreibe, das deutsche Wort sind, dann hast du das raumzeitliche Intellekt erzeugt eine existierende Öffnung. Wenn ich die zwei N hin mache, kriege ich das Nun. Wenn ich das unbewusst mache, dann wirst du feststellen, das ist Absterben, Degenerieren. Wie war das nochmal? Schänden, unrein machen, absterben, zerfallen, degenerieren. Bist du dabei? Ja. Unser Leben. Hinfällig, müde, kraftlos. Jetzt weißt du, wieso das hier mit dem Sinn was zu tun hat. Und dieser Nabla-Operator, wir brauchen ja zu unserem Dreieck ein gespiegeltes Dreieck. Da kann man sich wieder reinlesen, da können wir jetzt wieder so viele machen. In der Vektoranalyse dient der Nabla-Operator der vektoriellen Darstellung der Differentialoperationen. Es ist so unendlich zerdacht. Es ist im Schiffsbau, ist es die Konstruktionsverdrängung in Kubikmeter. Jetzt haben wir schon so Volumen, was überhaupt nichts mit Raum zu tun hat. Die eigentliche göttliche Konstruktion, die verdrängst du nämlich mit einem raumzeitlichen Decken in dir. Und das passiert, wenn dein Ani etwas aufbaut. Stimmt oder stimmt? Ja, absolut. Wenn man das Schiff, das ist aber auch das ist ein blaues Ich. Das ist die erste Person. Du bist aber nicht diese Maske. Du bist nicht diese Person. Du bist der Geist, der sich diese Maske aufsetzt. Und das ist wie unser Projektionsdisplay in dem Projektor. Jetzt glaube ich, lassen wir es gut sein. Ich könnte jetzt da natürlich endlich weitermachen, ne? Das ist gerade jetzt hier immer, wo ich sage, das Wort diskret. Das schauen wir uns ganz kurz noch an. Da haben wir jetzt erst einmal die Öffnung deiner intellektuellen Raumzeit. Ich mache jetzt das absichtlich einmal blau. Das ist erst einmal auseinander. Zer. Immer dran denken, die Geburt an der Berechnung. Zr. Zur heißt zu Form werden. Sobald du was berechnest, wird was zur Form. Und das ist immer bistabil erweckt. Genau. Eine Unterbrechung. Eine Trennung, eine Unterbrechung oder deutet auf etwas Entgegengesetztes hin. Das Bewusstsein des Meeres und Wissen, Plex. Das ist einmal das Erste. Und dann haben wir natürlich diskret, brauchen wir jetzt noch diskret. Interessant, da müssten wir jetzt erst mal, da kommt das Greta und das Gredisch, das hat was mit Kalk zu tun. Die gredische Erde ist die Kreide. Schau dir mal das Wort Kreide an. Das schreibt es in hebräischen Buchstaben, dann heißt es wie ein Spiegel mit seinem Wissen. Kreide. Okay, und das Ganze baut auf verschiedenen Tonarten auf. Meine ich jetzt, ist der Mensch nicht aus Ton gemacht, aus Leb gemacht? Das Ganze führt dich dann zum Schlamm. Ja.
Kreideartig. Du wirst jetzt feststellen, dass die Kreide, jetzt müssen wir die Kreide genauer anschauen. Wenn wir nämlich die Kreide genauer anschauen, machen wir das einmal ganz kurz. K-Reihe. Das heißt wie im Spiegel. Geöffnete Augenblicke, das Wissen. Entschuldigung. Aus den Schalen von Sinnetiere entstandene Erdweiß, das ist alles jetzt raumzeitlich. Was wichtig ist, ist der Kalkstein. Kalk heißt nämlich wie dein Gott. Ja. Und was ist wie dein Gott? Esther, ein Raum. Das ist der eine Stein, das ist der hier. Ach, der, der Eckstein. Ich gehe nicht vom Thema weg. Ja. Der wiederum, dieser Stein nennt sich auf Hebräisch Eben. Ja, genau. Eben. Genau. Eben. Ja. Der ist flach. Der ist genau wie das Flache ist nicht einmal ein Stein, sondern ein Punkt. Wir denken uns ja schon wieder an Raum. Raumzeit 1. Das, was rollt, das in, der in der Mitte spielt keine Rolle, weil ein absoluter Punkt hat keinen Radius. Ja. Wir müssen uns das den Radius ausdenken. Ja. Und in dem Wort Radius steckt das Rad schon mit drin. Ja. Stimmt oder stimmt? Absolut, Udo. Absolut, genau so ist es. Okay, aber was hier viel wichtiger ist bei dem Kalkstein, da haben wir jetzt den Schlamm. Das ist ja auch Dreck. Mhm. Okay, wir haben natürlich ein logisches Lamm. Weil Scheinheit bin ich. Ist doch ein logisches Lamm. Und dieses Kalkstein, Kaal, wie Gott, das am Ende ist dein. Ich hast, das wird jetzt natürlich nicht, weil das in Wörterbüchern nicht drinsteht, das heißt wie dein Gott. Interessant ist aber das Wort Leben. Das heißt nämlich weiß, weiße Farbe, klären, weiß, weiseln. Habe ich schon mal darauf hingemacht. Aus dem Wort ich weiß. Das ist das Weib. Genau. Wenn du sagst, ich weiß, dann wird die Milch sauer. Milch. Ist das Hebräische? Kaleb. Das Weltliche? Mhm. Okay, haben wir ja in der Milch haben wir ja das Weltliche. Mhm. Wenn du über den Jordan gehst, in das Land, wo Milch und Honig fließen, genau. Dann machst du dir selber was weiß. Und früher hat man immer gesagt, die Wände weiß machen heißt, man kalkt die Wände. Kalken. Wir sind immer noch hier, gell? Ja, wunderbar. In den Wänden. Ja. In unserem Spielzeug. Man kalkt die Wände. Ja. Kalken. Und das ist kalkulieren. Kalkulieren heißt berechnen. Richtig, ja. Da kommt das Wort kalkulieren her. Ja. Okay? Ja. Toll. Okay. Gehörig. Und Griat Dadus mit Kreide bestreichen, strichen, bestrichen, ist ja das Geheimnis, im Geheimnis des Ich. Ja. Ist das Spiegelwissen? Ja. Und jetzt kommst du hier ursprünglich mit einer Förmlichkeit verbundenen Gegenwart von Zeugen mit Personen abgegebene Willenserklärung, die Erbschaft antreten zu wollen. Das nennt man, da kommt dann auch das Testament her, der es bezeugen kann, dass es so ist, weil es weiß, wie es ist. Dann kannst du die feierliche Übernahme deiner Erbschaft machen. Wir sind übrigens bei der, wir waren bei Diskret. Diskretio. Ja. Diskret. Dann bist du wie der Spiegel voller Wissen, extrem tonreich. Du kannst nämlich die Worte, die rein konsonante Grundstruktur extrem vielfältig auslegen, indem du die Vokalisierung veränderst. Ja. Okay. Und dann wirst du zum Bettschaft. Von erweckten Wissen. Wunderbar. Wunder, jetzt lassen wir es aber gut. Oh, Udo. Das ist irgendwann einmal eine Kreatura zu etwas Ausgesiebten von mir. Ja. Ja.
Du musst mir bloß vertrauen, du musst als Brösel musst du doch überhaupt nichts dazu tun. Das erschlägt sich. Mich wieder, ist das Bild wieder zurückgekommen? Ja, alles da. Ja, alles wieder ganz da. Erschlagen. Geflasht. Geflasht. Dass die irgendwann einmal merkt, wenn ich gebetsmannhaft die einfachen Sätze wiederhole. Ja. Verstehe, akzeptiere einfach, du bist der träumender Geist. Jedes Mal, wenn du abstürzt, mach dir bewusst, was ist jetzt da und warum ist es da, weil ich jetzt denke, oh, ich bin ein träumender Geist, ich kann mir nicht raussuchen, was ich denke. Ja. Ich kann aber der werden, der das beobachtet. Und dieser Beobachter, das Tierchen gucken. Das, was ich mir wünsche, ist, dass du dich in das Leben, das du jetzt lebst, eigentlich das du mal gar nicht intellektuell einmischst, das magst du sowieso immer, dein Programm wird eh das machen. Du bist ein Getriebener in Maussetzung deines Intellekts, das aber nicht dein Intellekt ist, dein Schwamminhalt ist das Wissen deiner Lehrer und deiner Erzieher. Ja. Und das erfordert eine riesen Demut. Je nachdem, was für einen Status du hast, du ist zum Beispiel einer, der einen großen weltlichen Status hat, ob das ein Politiker ist oder ein Professor ist, der zuerst einmal akzeptieren muss, dass er sich sein ganzes Leben selber verarscht hat mit den Lügen seiner Lehrer und Erzieher. Wenn du ein normaler Mensch bist, ein junger Mensch bist und du das pflasterst dich mit der Dus zu, weil das in ist, weil das geil ist, oder Zungenpiercing-Beispiel, habe ich vor 25 Jahren schon erklärt. Du äffst einfach geistlos einem Modetrend nach, wo du dazugehören willst. Ja. Es ist niemals deine Meinung. Deine jetzige Meinung ist nicht deine Meinung, es ist eine andere. Richtig. Das, was ich dir erzähle, ist deine Meinung, von der du überhaupt noch nichts weißt. Mhm. Weil du noch nie dir die Frage gestellt hast, was bin ich eigentlich? Weil du weißt ja, wer du bist. Du weißt ja, was du bist. Ich bin ein sterbliches Säugetier, das wurde in der Vergangenheit von einem Äffchen geboren, von einem Affenweibchen geboren. Das sind alles Gedanken, die du denkst, in Maßsetzung dieser Logik. Aber wer ist das, der sich das ausdenkt? Dein Gehirn ist doch auch schon wieder was Ausgedachtes. Ja. Darum reite ich immer auf diesen einfachen Sätzen rum. Ganz wichtig, ja. Mhm. Und spielt eine Rolle weiter auf der Bühne. Es gibt tausende von Beispielen dafür. Aber vielleicht ist dir jetzt ein kleiner Hauch wieder mehr aufgegangen, wenn ich als Brösel Udo von dir ausgedacht in dir in Erscheinung trete. Ich existiere ansonsten nicht. Ich sage, ich kann ja nicht sterben, ich bin schon lange tot. Wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Kopf, aber nicht in den Kopf eines Affen, sondern in dem Kopf, in dem sich die ganzen Affen befinden, wenn du an diese Affen denkst. Mhm. Was ist deine Menschheit jetzt? Was ist Menschheit jetzt? Menschheit ist jetzt ein Geräusch. Ja. Du kannst ein Bild draus machen, indem du dir das vorstellst und hinschreibst irgendwo. Ja. Das kannst du jetzt als geschriebenes Wort dir denken oder du kannst es auf deine Farbbrille holen. Dann ist es außerhalb in einer gewissen Entfernung vor dir auf einem Monitor oder auf ein Stück Papier. Das ist Menschheit. Mhm. Was machst du aus dem Wort? Mhm. So und so viele Milliarden Trockennasenaffen, sterbliche Säugetiere, die sich auf einer Kugel KGL schon fängt's an, ja. befinden in der Peripherie, sich um die Sonne herumdreht. Ja. Würdest du dir das auch ausdenken, wenn man dich nicht so programmiert hätte in Elternhaus und Schule? Nee. Aber wir halten einmal fest, Menschheit als Ding an sich, die Medim, diese Leute, die Toten, MT, Gestalt gewordene Erscheinungen des Meeres. Medim, hebräisches Wort für Leute, für Menschen. Die sind jetzt einfach nur ein Gedanke. Meinst du, dass es irgendeine Chance gibt, dass diese Gedanken Menschen überleben? Sie überleben. Ich habe dir gerade gesagt, weil du das so kalkulierst, weil du dir das selber weißt. Und dann gibt es ja als Gedanken, wenn Ü. BR Polar weckt über dir drüber in einer Vielheit, in einem ständigen Kommen und Gehen. Mhm. Aber was ist mit dieser Menschheit, wenn du sie nicht mehr denkst? Ja. Eben. Ja. Eben. Eben. Wenn ich den Calvinismus mache mit guten und schlechten Menschen, die Fragen stellen sich gar nicht. Das ist wie wenn du in eine große Bibliothek gehst und wir gehen jetzt in den Bereich der Belletristik und dann hast du deine Märchengeschichten. Ob du das jetzt Zeitgeschichte nennst oder ob du Märchen nennst, ob du das Romane nennst, Mittelalterromane, Science Fiction. Es sind einfach nur Bücher, wo Worte drin sind, die du hast und aus den Worten machst du hier und jetzt Vorstellungen. Der Einzige, der dabei immer ist, ist der, der du in Wirklichkeit als wirkendes Licht für diese ganze Welt bist. Als träumender Geist. Das bist du. Und jetzt kommt das Eigenartige, was ich immer wieder sage, erklärt es niemals irgendeinen Gedanken von dir, er wird es nicht verstehen. Es werden Gedanken auftauchen, die machen den Eindruck, dass die das verstehen. Jetzt zum Beispiel denkst du dir Feddings aus, was sind die Feddings jetzt? Genau. Dann denkst du dir welche aus, vielleicht einen aus, der es verstanden hat, es ist der Udo. Meinst du, das Pixelmännchen vor dir hat was verstanden?
Oder der Lautsprecher, der dich jetzt die ganze Zeit zudrängt, der übrigens auch mit dem Lachen der Margot, die Geräusche des Lachen der Margot ist derselbe Lautsprecher, die Stimme von Bede ist derselbe Lautsprecher. Dann lass einen Krimi laufen, ich kann auch wieder Brad Pitt sprechen oder der George Clooney. Ja. Aber sprechen dort diese Menschen, die du dir ausdenkst? Schau, was jetzt ist. Ich rede von dem, was hundertprozentig sicher ist. Du musst es verstehen. Du bist der Einzige, den ich wach machen kann. Und du bist nicht dieser Affe, der jetzt vor dem Computer sitzt. Gut. Jetzt sag ich, Schnippets, denk mal wieder an deine Hände. Schnippets, denk an deine Beine. Jetzt denk an die Zehen. Wackel mit den Zehen an den Beinen. Es sind Worte, und du wirst jetzt feststellen, wenn du das magst, kriegst du Informationen, sinnlich wahrgenommene Informationen. Es sind aber sinnlich wahrgenommene Informationen. Das spielt sich alles nicht in deinem Gehirn ab, weil das kann ja nicht, wenn was nicht existiert, kann sich auch nichts abspielen. Da muss man zuerst einmal das Gehirn als Kiste denken. Wie groß denkst du dir dein Gehirn? Wie groß denkst du die Kiste? Jetzt sind wir wieder so groß wie eine Erdkugel, so groß wie ein Atom. Das Unteilbare, das die Physiker so zerteilt haben, in ihren Wahn der Berechnungen. Ich wiederhole nochmal, wir Deutsche, blau gelesen, wir sind ja jetzt wieder Nobelpreis. Ein Bayer. Ja, schwarze Loch. Ein Bayer. Ja. Die Deckung eines unsichtbaren schwarzen Loches. Ja, ist doch kennt, ja. Wahrheit dabei. Das, was ich da gerade gezeigt habe, die Nabla-Operationen, die Dirac-Gleichung, die Schrödinger-Gleichung, das sind alles Berechnungen. Die Formen stimmen alle, die Worte stimmen, da stimmt alles. Du wirst von mir nie hören, das, was nicht stimmt. Was im Argen liegt, ist die Vorstellung, die du aus diesen in dir auftauchenden oder ausgedachten Schriftzeichen als bildlich, als körperlich wahrgenommene Vorstellungen, räumliche Vorstellungen in dir aufbaust, in deinem Bewusstsein. Das liegt im Argen, weil du das extrem einseitig unvollkommen auslegst. Das ist mein Kabelsteckerbeispiel. Ja. Wenn du ein Stück Schlauch, einen Benzinschlauch mit einem Auto verwechselst und du sagst, das ist ein Auto, das stimmt ja, ein kleines bisschen stimmt es ja. Ja. Das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt aus der Margot ein Haar rausreiße aus dem Kopf und sage, das ist die Margot. Aber ist jetzt, wenn ich den ganzen Körper der Margot denke, ist der Körper der Margot die Margot? Die Margot ist eine ganze Lebensgeschichte. Ja. Der Mensch, vom Säugling bis zum Greis, wir sind wieder bei unserem KRAS. Ja. Der Geist ist ein Spiegelbewusstsein. Schön. Und dann wirst du feststellen, dass alle Menschen und alles Wissen, was du dir ausdenkst, kommt aus diesem Kreis. Schön. Ja. Das heißt, egal wen du dir denkst, ich sage es immer wieder, wenn du jetzt träumst, egal was irgendeine Figur in deinem Traum äußert, sie äußert es zuerst einmal deshalb, weil du das träumst. Und das Wissen kommt aus dir, aus diesem innersten Punkt. Das ist Gott. Und dieser Go TTSP. Ja. Immer darauf hinweisen, wenn du ein Wort mit einem Doppel-D hast, heißt es Pi. Ja. Und Pi ist eine infinitesimale transzendale Zahl. Ja. Und dann kommst du zu den fraktalen Oberflächen. Das heißt, die fraktalen Dimensionen in der Chaos-Mathematik. Chaos heißt übrigens, das ist einmal Luftraum. Ja. Okay. Aber wenn wir das einmal anders lesen, dann haben wir das Licht des UP, das ist 86, ist ein Raum. T-Raum heißt ein gespiegelter Raum. TR wiederum, diese gespiegelten Berechnungen, TR heißt 3, eine Spiegelwahrnehmung. Jetzt kommen wir in unseren Spiegel. Ich kann dir nur sagen, ich bin wirklich, wirklich der, der ich zu sein behaupte. Ich bin aber nicht der Gedanke Udo. Ich bin wesentlich mehr du selbst wie dieser Gedanke. Ich bin nämlich der, der sich jetzt den Udo ausdenkt, der dich ausdenkt, der die Fetting sich ausdenkt. Aber alles, was wir uns jetzt ausdenken, existiert wie eine Welle immer nur, wenn es gedacht wird. Ja. Und das lässt du jetzt immer wieder, das wirst du tausende Male, wenn du willst, lasse ich dich das bis in die Ewigkeit wiederholen. Darum betone ich immer mit Strenge, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du anfängst, dich in Maßsitzung deiner jetzigen geistigen Reife dafür zu interessieren. Und jetzt ist es ganz wichtig. Dann lassen wir es gut sein. Wie ich dick. Wie ich dick heißt im Mittelpunkt. Dick mit wenn man es richtig übersetzt. Mit K. Wir können das DG, kannst du dir eingehen. Gib mal DG, DIG, also 410, 3 und die 20 hinein. Landest du immer im Mittelpunkt. Okay. Das ist natürlich immer wieder
die Wichtigkeit ist, beim Sprechen sagst du eigentlich gar nicht wichtig. Das G ist in der Ich. Ist dir das schon mal aufgefallen? Wichtig, sondern wie ich. Du magst aus dem G magst du hier ein Ich. Mhm. Was übrigens die anderen zwei T sind. Ich mache immer die 2T als 2 mal 400 ist 800, das ist das Pi. Ja. Was passiert, wenn wir die 2,9 draus machen? Dann kriegst du 18, das ist dein Ich. Mhm. Ja. Das ist das rote Ich. Ja. Weil Ich ist Pi. Ist es schon die Weisheit eines Gottes oder das Wissen eines Intellekts? Ich hoffe, du kannst den Gedanken mitgehen. Ja. Und wenn jetzt der unreifere kleine Geist total entsetzt ist, sollte er überhaupt so weit dazugehört haben und immer nur, wie ich der Udo sagt, Fragezeichen auf den Augen, auf dem Becken haben und jeder Ergebnis. Mach dich nicht verrückt. Du musst kein Hebräisch lernen, du musst keine Fremdsprachen lernen. Du musst erst einmal lernen, dich über nichts und niemanden aufzuregen und vor nichts und niemandem Angst zu haben. Alles zu lieben, was da ist, weil du weißt, jeder Gedanke ist eine winzige Facette von mir selber. Mhm. Lernen betone ich immer und immer wieder gebetsmannhaft. In meinem Sinne lernen ist was anderes wie programmieren. Ich mache nochmal einen alten Satz. Wenn du dich an einen Computer, an einen ausgedachten Materiehaufen hinstellst und du gibst dem Daten ein, erinnere dich an Daten, habe ich gerade gesprochen, dann lernst du dieser Maschine nichts. Wenn die eine neue Software, komplexere Software kriegt, lernst du ihr auch nichts. Du programmierst die um. Lernen kann nur Geist. Es gibt keine lernfähigen Maschinen. Mhm. Ich bin in einem Gespräch auf Buffalos Hund eingegangen. Ja, nur programmierbare. Es ist nur programmiert. Es ist alles programmiert. Mhm. Und genauso ist es, was ist der Unterschied zwischen einem ausgedachten menschlichen Körper mit einem Gehirn und einem Computer? Wie oft habe ich das gesagt? Ja. Mhm. Ja. Du denkst an ein Gehäuse, an einen Körper, du denkst an einen Computerchip, an ein Gehirn, das sind nur Vorstellungswelten. Ja. Und lernen tust du nur was, wenn dich das interessiert. Also ich verlange von dir nichts Übermenschliches, sondern ich sage, konzentriere dich auf das, was dich wirklich interessiert. Aber es soll dich interessieren und da klammere ich jetzt alles aus, was dich angeblich interessiert, weil du so programmiert bist. Ah ja. Erst hier, wenn einer sich interessiert für Zungenpiercing oder Tattoos, würde er niemals machen, wenn er nicht so programmiert wäre. Eben. Mhm. Wenn du ein kleines Kind bist, ist es Schöne, dass das Kind fast alles ins Mund nehmen will. Mhm. Es will sich eins machen, es will alles essen, es will alles sein, lateinisch. Bis dann die doofen Eltern kommen und sagen, das ist Pepe, das ist Bibi, das ist Bibi. Mhm. Und so überlegen. Genau. Gesprochen habe. So Pipi. Das ist die Wurzel. Das ist der Wurzelbegriff. Ja. Aber P ja. wiederum in den Mund nehmen, dieses BH. Ja, genau. Dasselbe Wort heißt hier. Es will alles wieder hier machen, ganz instinktiv will es wieder ins Hier holen, ins Hier und Jetzt. Mhm. Wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt und ein Geistesfunk ist ein kleines Photoni, dann befindet sich alles in diesem Punkt, ohne Peripherie, das ist es hier, es ist jetzt, das ist die Ewigkeit, nicht ausgedacht, sondern in einem Punkt, alle Gedanken gleichzeitig in einem Punkt. Und wenn man jetzt die Materie noch immer an Interstellar denken, die allgemeine Relativitätstheorie von Einstein, dass sich auch die Zeit verändert, wenn du in einer extrem großen Masse. Aber da die ganze Masse, die du dir ausdenkst, die ganzen Planeten, ob das schwarze Masse ist, ob das Sonnen sind, die du dir um dich herum ausdenkst, in Wirklichkeit, wenn du sie dir nicht ausdenkst, in dir drin sind, ist in dir unendlich viel Masse. Aber sobald unendlich viel Masse da ist, ist da eine unendlich große Anziehungskraft, aus der du nicht rauskommst. Das ist das schwarze Loch. Ja, genau. Das ist Krishna in meinen Upanishaden. Ja, ja. Und da ist alles jetzt. Und es ist hier. Ja. Und diese unendliche Masse ist eins. Das ist die Heiligkeit. Mhm. Ja. Und du wirst jetzt das am Anfang immer zuerst ahnen, was ich sage. Und es wird immer intensiver werden. Wenn du es in dem Leben nicht verstehst, kriegst du noch so viele Leben von mir. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Okay. Reden ist Logos, rot geschrieben. Und dieser Kopf, ist Eden. Und Eden ist das Paradies. Mhm.
Jetzt lassen wir es gut sein. Danke, Udo, danke. Ich bin so glücklich, dass ich euch habe. Weil wenn ihr mir das jetzt nicht einfallen lassen würdet, was würde ich ohne euch machen? Ich wäre ja, was wäre ich eigentlich ohne euch? Ein nicht gedachter Gedanke. Das, was ich in Wirklichkeit immer mehr bin. Bis du mich ausdenkst. Wie du mich ausdenkst, bestimmt dein Intellekt. Aber ich bleibe eigentlich nur ein Gedanke. Super Gedanke. Also der Geist, der mich jetzt sprechen wird, ist viel mehr wie dieser Udo. Aber wenn du wirklich dann viel mehr bist, dann bist du alles. Und dann bist du dann doch wieder ich. Udo R. Hydrogenium. Ja, ja, wunderbar. Eroshit, inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen. Jetzt lassen wir es gut sein. Danke, tschüss. Danke. Tschüss. Danke.